Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Euphor & Co. Heute wollen wir euch einmal eine Besonderheit aus dem Hause Seiko präsentieren. Und zwar geht es heute um die brandneue Seiko Alpinist European Special Edition. Hierbei handelt es sich um die SPB 199J1. Wie wir sehen können, handelt es sich hierbei um eine Limited Edition, hier im wunderschönen Set mit seinem zusätzlichen Band. Limitiert auf 2020 Stück. Und ich würde sagen, das Modell schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen genauer an. Falls ihr uns weiterhin dabei unterstützen wollt, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert unseren Kanal. Das wird uns wirklich sehr weiterhelfen, um weiterhin solche schönen Videos für euch zu produzieren. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. So, vor uns sehen wir nun also die Box der Seiko Alpinist Limited Edition. Klassisch natürlich vorne mit Seiko-Schriftzug, ansonsten in schwarz gehalten. Man muss dazu sagen, hierbei handelt es sich jedoch lediglich um die Pappschutzverpackung. Ich würde sagen, wir schauen mal genauer rein. Sehr schön, weich gepolstert das Ganze, wirkt so ein bisschen wie Leder. Wirklich ein schönes Etui, muss man sagen, vorne mit Metallplate. Aber wichtig ist natürlich, was sich darin verbirgt, und da schauen wir mal gemeinsam rein. Und wie wir sehen, sehen wir noch nichts. Und da ist die Schönheit. Wirklich ein außergewöhnliches Modell. Hier mit diesem eisblauen Zifferblatt. Zusätzlich natürlich im Lieferumfang hier das zweite Band. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Modell jetzt einfach zusammen in der Aufnahme gemeinsam an. Typisches Alpinist-Gehäuse, natürlich vollständig aus Edelstahl gefertigt und poliert. Flanken poliert, die Hörner auf der Vorderseite. So, vor uns haben wir nun also die wunderschöne Seiko. Es handelt sich wie gesagt um die Seiko Prospex Alpinist Limited Edition SPB 199J1. Hierbei handelt es sich um eine Limited Edition, die extra für den europäischen Markt gefertigt ist. Hiervon gibt es auch lediglich 2020 Stück und die sind tatsächlich auch bereits ausverkauft. Wir können Stand jetzt leider keine mehr bekommen, versuchten es natürlich, aber die Nachfrage ist so gewaltig bei dem Exemplar. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Wir haben hier eine wunderschöne Optik, mal was komplett anderes, ein eisblaues Zifferblatt. Und dazu hier, ich würde es als bezeichnen oder in groben so eine Richtung. Ist natürlich schwierig hier auf den Fotos bzw. auf dem Video abzubilden. Hier mit den Vintage-Steppnähten. Alles in allem sehr, sehr stimmig und in Natura absolut eine Wucht. Sind im Gegenzug gebürstet und natürlich dann wieder die polierte Lünette. Wir haben hier einen Gehäusedurchmesser von ca. 39 mm. Und auf der Vorderseite natürlich Saphirglas, um das Ganze zu schützen. Darüber hinaus typisch Alpinist natürlich der innenliegende Drehring mit Kompass, die verschraubte Krone. Schauen wir uns einfach mal zusammen an. Verschraubte Krone hier klassisch auf 3 Uhr. Lässt sich auch, ja, butterweich verstellen. Verbaut ist hier übrigens das Kaliber 6R35. Dieses bietet bis zu 70 Stunden Gangreserve. Und auch das Datum lässt sich einwandfrei verstellen. Nochmal verbesserte Ablesbarkeit durch die verbaute Lupe hier. Und dann schrauben wir das Ganze einfach wieder entsprechend fest. Dann haben wir hier hinten drin natürlich den drehbaren Lünettenring. Lässt sich über die Krone auf 4 Uhr positionieren. Auch ein sehr schönes Feature und einwandfrei zu bedienen. Und auf der Rückseite haben wir die Möglichkeit, das wunderschöne Werk noch einmal zu sehen. Wir haben hier ein Sichtfenster und einen verschraubten Boden. Natürlich ist auch die Limitierungsnummer fortlaufend hier eingeprägt. Die habe ich jetzt einmal verdeckt, aber es ist eine von 2020. Wirklich ein wunderschönes Finish und auch hier dieses
Band absolut stimmig. Ich finde es klasse, was Seiko hier für Farbkombinationen auf den Markt bringt. Münden tut das Ganze hier in die Faltschließe. Und wir haben ja vorhin beim Unboxing gesehen, dass noch ein weiteres Band mit in dem Lieferumfang enthalten ist. Hierbei handelt es sich um ein Textil-Ledergemisch. Auf der Innenseite natürlich klassische Lederapplikation und auf der sichtbaren äußeren Seite hier ein khakifarbenes, beigefarbenes Textil mit Steppnaht. Auch sehr schön. Ich hoffe, es kommt auf dem Video so rüber. Also es ist schon sandfarben und hat eine sehr schöne Optik. Also wenn man das Ganze einfach nochmal anlegt zum Verdeutlichen, da wiegt die Uhr natürlich auch nochmal ganz anders, aber sehr stimmig. Auch schön, dass Seiko hier zusätzlich die passende Faltschließe natürlich schon montiert hat. Somit Band wechseln und los geht's. So, ich würde sagen, in dem Zuge schauen wir uns auch einfach mal die Gehäusemaße an. Und da kommen wir auf einen Durchmesser von ca. 39,2 mm. Eine Gehäusehöhe mit der Lupe gemessen von 13,2 und ohne Lupe 13,1 mm. Der Hornabstand liegt bei 46,2 mm. Selbstverständlich haben wir bei dieser Seiko auch Leuchtmasse verbaut. Und zwar hier auf den Indexpunkten sowie auf den Zeigern. Und somit lässt sich die Uhr natürlich auch bei Dunkelheit nach entsprechender Aufladung wunderbar ablesen. Und dann gucken wir mal, was das Modell auf die geeichte Goldwaage bringt. Und da kommen wir auf ein Federgewicht von 86,20 Gramm. So, jetzt habe ich das Modell einfach mal für euch angelegt. Ihr seht es jetzt hier an einem Handgelenk von 18 bis 18,5 im Umfang. Und wirklich ein schönes Modell. Zeitgemäße Größe und natürlich diese Farbkombination absolut spitze. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 880 Euro im UVP, aber wie gesagt, die Verfügbarkeit ist sehr begrenzt. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, eine zu bekommen, schlagt zu. Ein sehr schönes Limited Edition Set. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Video zu der Seiko Alpinist European Special Limited Edition. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Lasst uns doch bitte ein Like und ein Abo da. Und ansonsten schaltet bitte beim nächsten Video wieder ein. Macht es gut. Ciao.